Und jetzt? Jetzt wirfst du die Angel aus und wartest, bis ein Fisch angebissen hat. Ich soll... Einfach reinwerfen. Nein. Was zum... Woher weiß man, ob einer angebissen hat? Es hat einer angebissen! Ja, toll. Oh Gott. Und jetzt? Wie geht es weiter? Du stellst dich wieder zu Cheep Cheep. Ich rufe dich, wenn ich wieder Hilfe benötige. Okay. Ich tue den Fisch in den Eimer. Da hat er zumindest etwas Wasser. Mhm. Dann stell den mal in Wasser. Nische. Fisch, Nischen, Wasser, irgend so was. Und ja. Der Fisch ist eindeutig ein Wesen des Wassers. So, jetzt brauchen wir nur noch Feuer und Luft. Warte mal, Luft haben wir hier oben. Hallo, Cheep Cheep. Jetzt ist mal irgendwie nützlich, Mann. Kannst du mir nicht irgendwie helfen? Ich weiß auch nicht. Erkundungsflüge machen, einen anderen Eingang in den Tempel finden, Kapitän Bonnet vom Schiff schubsen. Wieso darf dein Vogel helfen, ich aber nicht? Cheep Cheep kann auf sich aufpassen. Ich auch. Ich bin Diplom-Magier. Ja? Dann zaubere uns doch mal das Tor auf. Ja. Kannst du mir vielleicht helfen, an den Honig im Bienennest zu kommen? Vielleicht kannst du sie ablenken. Du fliegst doch viel besser als die. Juhu. Hallo. Ah ja. Schnell, solange Cheep Cheep die Bienen ablenkt. Ja, mach. Aber ich habe kein passendes Gefäß. Ach komm schon. Hier gibt's kein passendes Gefäß. Wie sollen wir das jetzt herbekommen? Ach, Feuerfeen. Das sind Feuerfeen. Die sind sehr selten. Ich habe schon seit 200 Jahren keine mehr gesehen. Ui. Feuerfeen bestehen aus reinem Feuer. Sie müssen den ganzen Tag Nektar suchen, um ihre Flamme zu erhalten. Das sind Feuerfeen. Mhm. Also brauche ich das, um die da einzufangen, und dann brauche ich noch ihn. Wie kriege ich jetzt ein Gefäß? Es bewegt sich kein Stück. Ein Gefäß. Angeln wir uns mal ein Gefäß. Hallo? Nix? Nö. Fragen wir ihn, sie, die Cheep. Hallo, Cheep Cheep. Nochmal. Da drüben am Tor gibt es vier Nischen. Und unter einer steht Wesen der Luft. Naja, ich dachte, vielleicht könntest du dich mal kurz in die Nische setzen. Ach was, das ist keine Falle. Weibliche Intuition. Also gut, ich fülle erst einmal die anderen Nischen. Dann reden wir weiter, okay? Okay, bis dann, Cheep. Ich komme schon gut allein zurecht. Ja, ist okay. Wie bekommen wir jetzt ein Gefäß? Ah, wir haben ja ihn noch da oben. Kapitän Bonnet? Hm? Und Sie sind ganz sicher, dass Sie das Luftschiff reparieren? Klar, wieso denn nicht? Es rieselt Brötchenkrümel. Sagen Sie mir nicht, wir sind diesen Umweg gestern geflogen, um Brötchen für Sie zu holen. Wo denken Sie hin? Also war es nur Unfähigkeit, das dachte ich mir.
Wollten Sie mir das Glas an den Kopf werfen? Hallo? Egal, wir haben immer ein Gefäß, das ist irgendwie, ja. Hallo, Cheep Cheep. Piep, piep. Kannst du mir vielleicht helfen, an den Honig im Bienennest zu kommen? Vielleicht kannst du sie ablenken. Du fliegst doch viel besser als die. So. Schnell, solange Cheep Cheep die Bienen ablenkt. Es ist nicht viel Honig im Glas und er ist mit Wabenresten gespickt. Aber für ein Brötchen würde es reichen. So. Die Feen sind vorsichtig. Sie halten sich von mir fern. Ja, jetzt brauche ich noch ein Brot von denen. Ich beiße mir eher die Zunge ab, bevor ich nochmal mit ihm rede. Manu. Das könnte funktionieren. Die intellektuellen Fähigkeiten von Feen werden völlig überschätzt. Put, 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 lecker Honig. Hab ich dich. Wie aussieht. Hoho. Das kleine Biest kann man schon ein Wesen des Feuers nennen. Das Einzige, was ich jetzt kenne, außer ein Drache, und der Drache war da wohl nicht rein. Ich kenne mal ein bisschen. Gibt's in dieser Welt Drachen? Jetzt fehlst nur noch du als Wesen der Luft. Nun komm schon, setz dich bitte in die Nische. Juhu. Na siehst du, keine Falle. Allerdings öffnet sich auch die Tür nicht. Vielleicht muss man... Cheep! Hallo? Cheep, Cheep? Oh. Oh, den Göttern sei Dank, dir ist nichts passiert. So schlimm wird es schon nicht gewesen sein. Also gut, aber nicht gleich die ganze Flasche. Bis dann, Cheep. Was? Ich komme schon gut allein. Ja gut, dann gehen wir mal rein. Willst du mit? Aber klar. Okay, aber bleib hinter mir. Und fass nichts an. Und was ist mit dem Herrn Profi-Schatzsucher? Kommen Sie? Naja, hier gibt es immer noch einiges auf dem Schiff zu tun. Ja? Dann wollen Sie lieber hier draußen warten und uns warnen, falls die Schatten oder diese reizende Kopfgeldjägerin auftauchen? Andererseits... Wärt ihr im Tempel ohne mich völlig aufgeschmissen. Aha. Und fasst nichts an. Wenn ihr irgendwo einen Edelstein seht, ruft mich. Es könnte eine Falle sein. Wenn Sie so ein Experte sind, sollten Sie da nicht vorangehen? Nicht alle Fallen lassen sich rechtzeitig entdecken. Der Expeditionsleiter sollte in Sicherheit bleiben. Halte dich von ihm fern, wenn du leben willst, Wilbur. Ach was. Dieser Tempel ist uralt. Was sollte schon passieren? Hätte jetzt nicht etwas Unerwartetes passieren sollen? Schluss mit der Blödelei. Wir haben eine Aufgabe. Kommt schon und bleib dicht zusammen. Gerne auch sehr dicht, meine Liebe. Ich... Na toll. Ganz ruhig bleiben. Ich lasse mir etwas einfallen. Aha, das kann man. Das sind, okay, ganz gut. Was haben wir hier? Vier übereinander angeordnete Steinringe. Sie sehen aus, als könnte man sie drehen. Auf den Ringen sind Symbole. Okay. Ich schätze, hier muss man irgendwelche Kombinationen einstellen. Aber mit Ausprobieren komme ich nicht weiter. Es gibt tausende Möglichkeiten. Ich schätze, hier muss... Jo. So, was gibt's noch? Ein Schacht. Da
Dort geht es tiefer in den Tempel. Ich sollte sehr vorsichtig sein. Okay, hier ist schon jemand gestorben. Auf dem Vorsprung glitzert etwas, aber ich kann nicht erkennen, was es ist. Und ich komme auch nicht dran. Dieses Tor hat keine Klinke, keinen Griff und kein Schloss. Nur diesen Kristall. Ja. Wow, das sieht vielversprechend aus. Nur, es passiert nichts weiter. Dann habe ich eine Idee. Hier haben wir so einen Kristall und hier haben wir so einen Kristall. Ich denke mal, wir müssen ja alle drei müssen da und hier alle sich hinstellen, damit wir dann ja also die Tür öffnen können. Es sieht wunderschön aus. Die Leuchtquallen tauchen das Wasser in ein schummriges Licht. Autsch. Aua. Das müssen hunderte Quallen sein. Man sieht kleine leuchtende Punkte auch noch in vielen Metern Tiefe. Es sieht wunderschön. Okay, dann können wir hier leider nichts machen. Aber was gibt's hier? Ich gehe da nicht runter. Es reicht, wenn Nate und Wilbur da herumwerkeln. Gut, dann gehen wir mal eine Etage tiefer. Mein erster versunkener Tempel und sofort bin ich in eine Falle gelaufen. Das ist so cool! Licht, wir brauchen Licht. Das ist so etwas wie eine Steinplatte. Sie lässt sich nicht bewegen. Jetzt hat er eigentlich gar keinen Zauberstab mehr dabei. Was ist hier los? Gut, mehr können wir hier nicht machen. Na ja, klar. Wer landet ganz unten im Matsch? Ich hoffe, das ist Matsch. Es ist so dunkel hier, dass ich die Hand vor Augen nicht sehen kann. Solange es stockdunkel ist, bleibe ich lieber genau hier stehen. Nach allem, was ich weiß, könnte ich auf einer dünnen Felssäule stehen, umringt von Piranhas mit Knüppeln. Ich sehe nichts. Kein Licht, kein Betrachten. Da ist aber doch was. Ja, und jetzt? Hallo? Das ist so etwas wie eine Steinplatte. Sie lässt sich nicht bewegen. Na toll. Ja, und jetzt? Oh, Männer. Ich hab eine Idee. Wir haben da unten ja Quallen. So, dann angeln wir uns mal. Nichts. Na, schön. Na, dann ist auch diese Idee zunichte gemacht und vielleicht können wir ja hier runter. Die Schnur wäre lang genug, um etwas zu Wilbur hinunterzulassen, aber sie ist zu dünn, als dass er daran hochklettern könnte. Ach komm schon. Ja und was soll ich jetzt? Hier ist aber noch, ist jetzt, ich übersehe bestimmt tausende Sachen hier, guck da. Den Abenteurer hat's erwischt, da hat auch seine Machete nicht geholfen. Ach. Machete. Eine verrostete Machete. Wirklich scharf ist sie nicht mehr. Na schön. Was können wir da jetzt machen? Warte, hier, was gibt's denn noch? Da gibt's noch was. Zurück. Ich sollte ja wohl erstmal alles. Genau. Seltsame Fratze. Der Mund ist auffällig. Es scheint, als solle man das Ding mit etwas füttern. Da drüben ist noch so ein Gesicht. Es sieht genauso aus wie dieses hier. Seltsame. Da drüben ist. Okay. Eine Machete haben wir also. Die schmeißen wir jetzt einfach mal hier runter.
Geht natürlich nicht. Ah. Ich frage mich, woher diese Wurzeln kommen. Große Bäume gibt es hier eigentlich nicht. Vielleicht gab es sie früher und das hier sind Überreste der alten Wälder? Die Wurzeln sehen ziemlich stabil aus. Einige sind fast armdick. Ich frage mich... Okay. Hey, Freiheit. Angeln wir einen Fisch? Nee. Wieso kann ich wieder raus? Hier kann ich die mir angucken. Die Nischen haben sich wieder geöffnet. Die Würmer, der Fisch und die Fee sind fort. Soll ich das jetzt alles wieder ein? Der Fisch ist mitsamt dem Wasser verschwunden. Aber der Eimer sieht noch in Ordnung aus. Ach. Ich habe den Eimer an der Schnur festgebunden. Okay, jetzt können wir da was runterbringen, aber was? Schwingen wir uns mal erstmal rüber. Dann geben wir da mal hier. Die Schnur wäre lang genug, um etwas zu Wilbur hinunterzulassen, aber sie ist zu dünn als... Okay, jetzt gucken wir mal, ob wir so eine Qualle einfangen können. Mit dem Eimer. Wäre, ist ja nur so eine Idee, ne? Nö. Nö, nö. Nö, 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 nö. Ist nix. Ich gehe da nicht runter. Es reicht, wenn Nate und Wilbur da herumwerkeln. Aber du könntest da hochgehen. Ich werde nicht verzweifeln und mich panisch an den Wänden entlangtasten, nur um einen Ausgang zu finden. Noch nicht. Solange es stockdunkel ist, bleibe ich lieber genau hier stehen. Nach allem, was ich weiß, könnte ich auf einer dünnen Felssäule stehen. Ja, ja. Ich sehe nichts. Kein Licht, kein Betrachten. Und hast du die Wände ab? Okay, machen wir nicht. Die hat nur die Steinplatte. Das ist zu... Sie lässt... Und sie hat auch nicht viel. Ich schätze, hier muss man irgendwelche Kombinationen einstellen. Aber mit Ausprobieren komme ich nicht weiter. Es gibt tausende Möglichkeiten. Ich verstehe das nicht. Ich übersehe bestimmt irgendwas. Auch auf dem Balkon glitzert etwas. Dürfte der zweite Kristall sein. Das müssen hunderte Quallen sein. Können wir uns noch eine mal mitnehmen, Mann. Probieren wir das nochmal. Wow, das sieht vielversprechend aus. Nur, es passiert nichts weiter. Nö. Ist jetzt? Ich schätze, man soll einen Kristall in die Halterung einsetzen. Genau wie bei der Tür. Achso, dann müssen die da runtergeholt werden, okay. Ich schätze, man... Ich schätze, man soll... Das ist jetzt wieder mal so ein Rätsel. Wo man nicht so ganz genau weiß. Alles klar bei euch? Alles ganz wunderbar. Mir geht es gut! Ich könnte vielleicht in den Abgrund hinunterklettern, aber die beiden würden es nicht nach oben schaffen. Ob ich sie einfach da unten lasse und mir das Artefakt hole?
Ich könnte zurückkommen, wenn das Artefakt erstmal in Sicherheit ist. Ich könnte vielleicht in den Abgrund hinunterklettern, aber die beiden würden es, ob ich sie einfach da unten lasse und mir das Artefakt... Die Schnur wird... Ich will das nochmal. Find nix. Hier gibt's nix. Hier unten müssen sie sich irgendwie bewegen können, aber das können sie nicht.